willkommen zurück zu Let's Play Solein und ich habe gerade so einen Bock drauf, dieses Game weiter aufzunehmen. Boah, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Ich kann mir schon vorstellen, warum Cody damals einen Little Parts gemacht hat, denn dieses Projekt ist einfach nur der absolute Oberhammer. So, was ist passiert? Wir sind jetzt im Dorf Isis auf der Rennbahn-Ecke und wir haben ja Mr. Gippard hier, der uns jetzt, den wir besiegen sollen, Charlie Zane. So ein Knauser, der Hase, zahlt nur 10% des Verdienstes, 50 Mal die mach es für dich langsamer. Was sagst du dazu? Okay. Abgemacht, du bist ganz vernünftig, nicht wahr? So, ja, wir dürfen ein Rennen fahren. Okay, willst du das mal machen? Okay. Okay, ja, erstmal mit der Steuerung kommen. Und es ist tatsächlich so wie im Rock'n'Roll Racing für das SNES. Ein richtig cooles Rennspiel für den Super Nintendo. Und dieses Rennen, muss ich sagen, ist gar nicht so einfach. Also, ich muss mich hier gerade erstmal mit der Steuerung zurechtfinden. Jetzt haben wir es gerade noch so umgerissen. Schon einen guten Vorsprung aufgebaut. So, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen vom Gas gehen. Das habe ich in meinen kurzen Rennspieljahren gelernt. In den Kurven gehe immer schön vom Gas. Das sollte man auch beim Autofahren so tun. So, ja, und ich glaube, das reicht auch schon aus, um Charlie zu bekommen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich vermute es mal, dass es reicht. Ja, jetzt ist der Vorsprung sowieso schon weit, weit vergrößert. Boah, ohne Scheiß, das erinnert mich gerade so stark an Rock'n'Roll Racing, diese Karteinlage hier, das ist so krass. Und wie gesagt, eins der besten Racing SNES Games überhaupt. Hinter Micro Machines. Du hast gewonnen, okay, widersprochen, komme ich mit euch. Charlie Gebhardt schießt sich der Kompagnen. So, dann wollen wir mal Charlie gleich mal ausprobieren und ja, Minen tauschen wir dann mit dir aus. So, du bist Charlie und ich würde sagen, ja, gegen dich tauschen wir aus. Und wir können, ja, wir können schneller rennen. Oh, schaut das an. Hier flitzen sie. Und damit können wir jetzt auch schneller, besser springen als vorher. Gehe ich da schon lang, oder? Und wir springen einfach nur so mehr. Ich weiß nicht, soll ich jetzt schon zum Trainingsclan zurückgehen oder warte ich damit noch ein bisschen? Wir bekommen noch genug Gelegenheit zum Trainingsclan zu gehen, deswegen machen wir einfach so und springen. Ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt, ich weiß, was kommt. Ach komm, machen wir's. Wupp. Und da muss ich sagen, hab ich mich damals ebenfalls gewundert. So, Start funktioniert nicht. Wir können nicht abspeichern, so ein Kram. So, was ist hier? Wer ist er? Klaus, ich bin wirklich sehr beschäftigt. Ja, wir sind jetzt ein lustiges kleines Solein-Monster und ja, tragen eine blaue Kappe und ja, ihr müsst uns irgendwie durch die Gegend schlurfen. So. Wie gesagt, es ist ja nicht blind. Ich kenne gerade den Trick, was man hier machen muss. Deswegen halten wir uns hier auch nicht lange auf. Wie gesagt, das kommt alles der... Oh, guck mal, meine Freunde, meine Slime-Freunde. Hallo? Ja, hey Slime, warum kommst du nicht mit und spielst mit uns? Kleber. Was für ein Spaß, es ist toll, draußen zu spielen. Hey, der Mensch kommt. Es ist der Held. Schnell, renn weg. Was? Oh, ja, ich weiß. Schnell rein. Der macht Schaden. Menschen greifen an. Einen an. Einfach nur, weil man ein Ungeheuer ist. Sei vorsichtig. Wir haben nichts falsch gemacht. Warum handeln wir uns so schlecht?
Das war gefährlich. Der Mann ist ein Held und du musst vorsichtig sein. Das ist ein Menschenhut, nicht wahr? Du möchtest immer noch Mensch werden? Vergiss es, gib auf, ja? Du bist nicht Schleim, oder? Eine Mutter kann ihr eigenes Kind von Schwindern unterscheiden. Nun antworte mir. Du musst ein Mensch sein, nicht wahr? Oh, das habe ich mir gedacht. Schleim hat sich in einen Menschen verliebt und wollte selbst einer sein. Ich bin mir sicher, dass der junge Zauberer Klim geholfen hat. Was soll ich tun? Sollst du zu Klim gehen und ihn bitten, dich wieder in den normalen Zustand zu versetzen? Okay, wir müssen zum guten Klim und ich würde sagen, rennen wir einfach mal. Oh, das war schon. Relativ schnell ausgewichen, kann man sagen. Gut, Goliath hat einen anderen Trick verwendet. Ich dachte mir, ich mach mal einfach mal so und versuch zu rennen, was das Zeug und es hat funktioniert. So, der gute Clean. Das muss der gute Clean hier sein. In seinem komischen Sahnetörtchenhaus oder so, was das auch immer sein soll. Mutter Schleimer hat's gemerkt. Nun schießt sie deine Mutter so traurig. Ach so, hatte ich Unrecht, aber Schleim war es wirklich ernst. Er hat sich in Menschenmädchen verliebt. Natürlich versuchte ich, ihn aufzuhalten, doch es war ihm so ernst, dass ich mich entschlossen hatte, ihm zu helfen. Ich habe einen Zauber verwendet, dich und Schleim zu vertauschen. Okay, das war der Junge gewesen, der vorhin weggerannt ist. Ich habe Schleim versprochen, muss meinen Zauber um jeden Preis rückgängig machen, Mutter Schleim. Tut mir richtig leid, und du natürlich. Hey, du hattest nur ein wenig Pech, weiter nichts. Pff, Arschloch? Kleiner Arschung. Sie haben mindestens ein paar Tipps geben können. Ja, jetzt tun wir wieder zurück zu Mama Schleim latschen. Und ja. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Hey, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich verstehe. Er kann also nicht helfen. Dann braucht er für eine alte Hexe. Die Hexe ist Cleans Meisterin. Sie ist die einzige, die ich eventuell zurückverwandeln kann. Im Wald befindet sich eine Staffelmännchen und rührt 10-mal auf den Mittelpunkt, dann kannst du ins Haus der Hexe gehen und sie um Hilfe bitten. Okay, sweet, dann machen wir das mal. Und renn, beziehungsweise wubbel. Okay, ja, die Lichtung war ja gleich hier hinten. Und ja, wenn wir ein Mensch sind, dann können wir wieder abspeichern. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hallo? Achso, jetzt. Okay. Ah! Guck an. Da ist es. Waren zwar jetzt mehr als 10, aber egal. So, wubbel. Und die Tür ist auf. Da sei aus der Hexen. Oh, du bist ein Schleim. Du riechst wie ein Menschenjunge. Wie ich sehe, hat dich geliehen mit deiner Formbewandler verzaubert. Ich habe ihm gesagt, er soll's bleiben lassen. Es tut mir wirklich leid, doch Schleim wollte auch ein Mensch werden. Aufgrund meines Alters weiß ich nicht mehr als die Menschen als geliehen. Du möchtest wirklich wieder zu einem menschlichen Ich zurück... Oder täusche ich mich? Ja, aber nicht einmal... Ich kann dich so einfach wiederherstellen. Das musst du schon selbst lösen, ja? Ich verstehe, ich gebe dir eine Chance. Da ist ein Zauber, an dem ich arbeite. Wenn du mit deinem Verstand besiegst, verwandle ich dich wieder in dein normales Selbst zurück. Geh ins Zimmer, nimm an und folge den Anweisungen des Spiegels. Okay, ja, jetzt kam ein kleines Rätsel. Es hat bereits begonnen. Oder möchtest du eine Erklärung? Der Vogel frisst die Raupe. Die Raupe frisst die Blume. Der Vogel frisst die Blume nicht. Solange du auf dem Teppich bleibst, wird das nicht passieren. Du musst aber bedenken, wenn sie alle drei auf den roten Teppich bringst. Okay, nochmal zum Einprägen. Der Vogel frisst die Raupe, der Raupe frisst die Blume. Vogel, Raupe, Raupe, Blume. Nicht geschafft. Verlier aber nicht den Mut. Versuch's nochmal. Raupe? Blume?
Nee, das war nicht richtig. Gut, aber schon mal richtig. Raupe war richtig. Dann vielleicht Vogel? Oder was andersrum? Blume vielleicht und dann... So vielleicht? Gut, das hat nicht geklappt mit dem Dingenskirchen. Ich versuche mal das Huhn zuerst. Ah, das ist falsch. Dann die Blume vielleicht zuerst. Nicht geschafft, vielleicht den Mutversuch nochmal. Dann kann ich die vielleicht auch irgendwie darüber schieben. Raupe. Die Raupe frisst die Blume. Der Vogel frisst die Blume nicht lauten. Ach, muss der vielleicht auf den Teppich? Muss der vielleicht auf dem Teppich bleiben, der Vogel? Ist das vielleicht die Lösung? Ah, Moment mal. Das geht also. Vielleicht so? Du hast es geschafft, ich halte mein Wort. Folge mir, nimm mal. Jetzt kann ich mich entspannen. Okay, wir mussten also richtig irgendwie zuordnen. Du bist ganz schön schlau. Ich dachte, es wäre zu schwierig für dich. Ich achte dich, sind alle Menschen so schlau wie du? Ich bin eine Blume, ich hasse dieses Experiment. Wirklich, so ein Experiment mache ich nie mehr. So, dann verwandle ich mal zurück. Du hast es geschafft, gar nicht schlecht, so für ein kleines Kind. Gut, wandle ich wieder normal selbst zurück. Abracadabra. Ja. Ich habe mein Wort gehalten, jetzt bist du wieder dein normales menschliches Selbst. Deine Mühe hat sich. Was? Hast du nebenan was gehört? Hey, warte, meine Arbeit ist getan und ich kann dir vielleicht nicht helfen, aber ich mag dich so sehr. Vielleicht könnte ich dein Freund werden. Die Raupe schießt sich grob an. Und wir sind hier fertig. Können wir jetzt eigentlich hier speichern, denke ich mal. Jo. Können wir machen? So, ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal nach Süden. Denn nach Süden geht es ja weiter. Geronimo! Und wir schaffen es ganz locker rüber. So. Ich würde sagen, ich gehe mal kurz nochmal zum Trainingsplatz zurück, weil ich glaube, da können wir jetzt was machen, was vorher nicht möglich war. Und zwar will ich jetzt mal einfach mal nach Solail statt zurück, beziehungsweise, nein, nicht ganz nach Solail, ich will zur Raflesia-Schule, genau. Ich möchte nämlich mal gucken, ob ich jetzt die anderen Trainingsparcours hinbekomme. Genau. Ich war lange nicht mehr. Oh ja, das war jetzt wieder ganz schlau von mir. Bravo. Bravo, Wacky. Bravo. 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 Stimmt. Hier gab es ja so viel, was wir nicht machen konnten. Hier kann ich zum Beispiel jetzt ganz locker auch so hin. Und da wir schneller sind, geht das Ganze auch ein bisschen schneller, logischerweise. Oh nein, da wollte ich ja nicht hin. Jetzt hier hin, na, sei vorsichtig. Nein, kann ich jetzt hier vielleicht irgendwas machen?
Oder kann ich jetzt hier gerade gar nichts machen? Nee, ich glaube, wir sind jetzt gerade einfach nur... Ja. Irgendwelche Ungeheuer. Gut, dann soll jetzt die Seite erstmal nicht interessieren. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Das ist gar nicht was Interessantes gibt. Ich suche nämlich gerade die fortgeschrittenen Bahnen. Kann man nämlich gleich eine weitere Medaille holen. Das wäre recht praktisch. Ich glaube nicht mal, dass ich nicht mal durch diesen Parcours durch muss, oder? Ah, das sind wieder lästigen kleinen Wubbelwespen, die mich wieder verarschen wollen. Ja. Oh, die Viecher nerven mich einfach nur. Das ist mies. Oh, diese hässlichen kleinen Mistinsekten. Okay, was ich mir jetzt dabei gedacht habe... Keine Ahnung, vielleicht wollte ich es einfach nur ein bisschen schneller haben. So, wo war jetzt die fortgeschrittene Bahn? Moment, hier drüben vielleicht? Nee. Ich darf vielleicht irgendwie ran? Nee, klappt nicht. Ich würde gern zur fortgeschrittenen Bahn gehen. Wo ist denn die? Ich glaube, da muss ich nochmal anderswo rein. Das war, glaube ich, die Anfängerbahn. Sehr einfach, das schafft jeder. Ah, fortgeschrittene Bahn. Versuch, wenn du springen kannst. Gut, das kann ich, ja. Okay, dann machen wir das mal. Die fortgeschrittenen Bahn. Auf geht's. Und wir rennen einfach mal so durch. Und ich glaube, durchrennen wäre keine gute Idee. Na, da sehe ich schon. Durchrennen klappt natürlich nicht. Denn da ist schon das erste Rätsel, das wir lösen müssen. So, macht das was? Nee, passiert nichts. Hier gibt's nichts. Ist. So, zack, zack, zack. Kein großes Problem. Was ist das? Ist doch bestimmt. Das macht doch bestimmt irgendwas. Muss bestimmt alle Schalter aktivieren. Und dann passiert irgendwas ganz Tolles. Oder auch einfach mal nichts. Gut, warum auch nicht? Oh, das war jetzt ganz knapp. Ich dachte schon, ich kriege jetzt Schaden, aber ich habe doch keinen Schaden bekommen. So, wubbel, wubbel, wubbel. Und wir rennen einfach nur voraus, einfach weil wir es gönnen. Irgendwelche Marlins oder Früchte oder sonst irgendwas drin. Nein, es schaut nicht so aus. Wow, was ist denn das? Okay, das ist einfach nur so ein Gewubbel. Und was ist das hier? Ach, ich erinnere mich, wir müssen den richtigen Schalter finden, genau. So war das nämlich. Oh, und wenn wir den falschen drücken, ja, dann kommt nämlich sowas zustande. Da ist nichts drin. Nichts. Der Marlina riecht verdammt stark nach einer Falle, okay, oder? Ja, natürlich. Ich hab dich durchschaut, Spiel. Ich hab dich durchschaut. Okay, das ist auch im Grunde kein Problem. Aber hier lang ging es durch, genau. Wubbel, wubbel, wubbel. Okay, ja, das ist schon ein bisschen schwieriger.
Obwohl, ne, es ist auch nicht wirklich so schwer. Natürlich ist das der richtige. Oh, das habe ich jetzt gar nicht erst das habe ich gar nicht bemerkt, dass ich da rinfliege. Oh, das ist heavy. So, und Schwamms. Ah, ich mag es, das zu sagen. Und alles stürzt einfach nur ein. Ja, ich bin gespannt, wie lange der fortgeschrittene Parcours noch geht. Was machen diese Schalter? Ach, wartet mal, musste man nicht irgendwie verbinden, die Dinger? Ach so, warte mal, richtig. Ah, natürlich hat das Spiel auch hier wieder was zu bieten. Boah, die Viecher gehen mir auf den Sack. Ah, stirbt einfach nur alle nur. Und wumms. Ich mache alle Wespen kaputt. Ist hier vielleicht noch was Besonderes drin? So, und wumms, genau. So, mal sehen, wann ich meine Silbermedaille bekomme. Okay, was kommt jetzt noch drum? Geht's hier vielleicht irgendwie weiter? Ach, stimmt, ich ahne es. Ich muss wahrscheinlich über die Baumstämme springen, oder? Und die Baumstämme gehen doch bestimmt unter, oder? Gar nichts passieren. Okay, ich sehe gerade ein bisschen schlecht, wo ich mich befinde. Das ist gerade ein bisschen blöd. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Cool. Okay. Wie weit geht denn das noch? Eigentlich dürfen wir es bald geschafft. Ham. Wie komme ich an diesen Apfel heran? Oh, ihr... Klein verdammt... Ach, ich ahne, dass jemand da rankommen soll. Oder wartet mal, vielleicht gab es, glaube ich, irgendeinen Trick hier. Ich erinnere mich, dass irgendein Schalter für verantwortlich war. Nein? Schalter führte nach Süden, das weiß ich noch. Nee, leider auch nicht. Weil irgendein Schalter führte nach Süden, der hat irgendwas gemacht. Oh, ihr geht mir auf die Nerven, ihr hässlichen Mistviecher. Kisten, da ist einfach mal gar nichts drin. Wie komme ich denn da unten hin? Ist da vielleicht noch was Interessantes? Das würde mich mal interessieren. So, Knöpfe drücken. Wupp. 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 Und wupp. Okay, da passiert gar nichts. Hier noch was. Okay, Äpfel. Äpfel sind nice. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut rein. Das war's für heute vom Let's Play Solal. Im nächsten Part suchen wir weiter nach der Silbermedaille. Und wenn das geschafft ist, dann will ich doch mal in Richtung der Kamelienwüste oder so ist die. Ja. Gut. Was ist das jetzt? Ist das süß? Gut, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.